Je mehr es um Grenzen geht, desto entgrenzter werden wir. Schauen wir nach Bautzen. Klausnitz. Ach, Jesus, ey. Das sind hunderte von aufrechten Deutschen vor einem Bus mit Flüchtlingen und brüllen: Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Als hätten die das da drin noch nicht gewusst. Hey, man muss sich schon fragen, man muss den Ministerpräsidenten von Sachsen fragen, ist Sachsen noch ein sicheres Ankunftsland? Man ist so sauer. Was soll man rational machen? Klausnitz, schauen Sie sich das nur mal an. Nur dieses kleine Ortsteil mit einer eigenen Geschichte, gegründet um 1200 etwa von fränkischen Siedlern. Also von, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Einwanderern. Die pure Existenz von Klausnitz fußt darauf, dass Menschen, die von weit her kamen, sich dort eine neue Zukunft aufbauen möchten. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal die Bevölkerungsentwicklung an von Klausnitz. Ne, da gibt es widersprüchliche Zahlen, aber ungefähr kann man das sagen. Hier so, zuerst sah es nicht so gut aus, dann wird es mehr, 1500, ne, so in den 60er Jahren. Dann jedes Jahr werden es weniger. Und endlich kommen 20 Leute dazu, um sich dort anzusiedeln. Und was sagen die ortsansässigen Rassisten? Haut ab.